Die deutsche Bundesregierung hat Anfang vergangenen Jahres wegen schwerer Verstöße gegen den Rechtsstaat, wie es hieß, die Entwicklungsgelder für Nicaragua um die Hälfte gekürzt. Im Dezember dann wurde die Kooperation über die Regionalorganisation SICA wieder aufgenommen. Sind die Probleme damit gelöst? Ich denke, dass es bei dieser Frage um mehrere Aspekte geht. Es stimmt, dass Deutschland damals diese Entscheidung getroffen hat. Uns gegenüber wurde das damals damit erklärt, dass die Zusammenarbeit weltweit gemäß der eigenen Interessen neu geordnet werden sollte. Davon seien vor allem Staaten in Afrika betroffen. Ich denke, dass es in diesem Zusammenhang wichtig ist, zu erwähnen, dass die Regierung von Präsident Daniel Ortega in Lateinamerika den 6. Platz der Staatschefs mit der höchsten Akzeptanz einnimmt. Seine Zustimmungswerte belaufen sich auf mehr als 65%. Trotz dieser Zustimmung kann es sein, dass es in der Vergangenheit Klagen über Demokratiedefizite in Nicaragua gegeben hat. Aber das Gegenteil ist der Fall, weil die Demokratie tatsächlich gestärkt wurde. Deswegen sind die Zustimmungswerte für Präsident Ortega auf 65% gestiegen. Und deswegen nimmt er in Lateinamerika den 6. Platz der Staatschefs mit der höchsten Akzeptanz ein. Trotz der Aussetzung eines Teils der Entwicklungshilfe hat die deutsche Regierung aber stets mit Strukturen der sogenannten Zivilgesellschaft gearbeitet. Welche Gruppen sind das und wie steht die nicaraguanische Regierung dazu? Sehen Sie, wir haben kein größeres Problem damit. Wir heben stattdessen immer hervor, dass es uns gelungen ist, in den vergangenen Jahren, den ersten 5 Jahren der revolutionären Regierung von Präsident Ortega, große Fortschritte in den wichtigsten Bereichen zu machen. Bei den Problemen der Ernährung, bei den Problemen der Bildung, bei den Problemen der Gesundheit und bei den Problemen der internen Demokratie im Land. Diese Fortschritte sind beeindruckend und werden von verschiedenen nationalen und internationalen Organisationen anerkannt. Wie ist diese Entwicklung aber zu erklären? Wir haben in Nicaragua schlichtweg erkannt, dass es einen nationalen Entwicklungsplan zum Wohl der Menschen geben muss, bei dem ein Ziel vorgegeben wird, auf das alle Anstrengungen ausgerichtet sind. Früher gab es das nicht. Es gab einzelne Programme, die alleine keine Wirkung entfaltet hatten. Es gab keine Fortschritte im Land, in den Lebensumständen der Menschen, im Gesundheitswesen. Nun ist alles auf diese Entwicklung ausgerichtet. Und die entsprechenden Fortschritte sind nicht nur von uns anerkannt. Während Ihres Besuchs in Deutschland sind Sie ja auch mit Ihrem Amtskollegen Guido Westerwelle zusammengekommen. Was sind denn die aktuellen Themen im bilateralen Dialog zwischen Nicaragua und Deutschland?
Por supuesto que serán diálogos en donde haya intereses, los diálogos en que tenemos intereses comunes. Es sind natürlich Gespräche, auf denen es auf beiden Seiten Interessen gibt. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten, wie etwa die Absicht Nicaraguas, sich für ausländische Investoren zu öffnen. Nicaragua ist inzwischen eines der sichersten Länder des amerikanischen Kontinents, wo die Menschen am sichersten leben. Auch deswegen sind die Investitionen stetig gestiegen. Im Jahr 2006 lagen sie bei 280 Millionen US-Dollar, im vergangenen Jahr, 2012, bei 1,1 Milliarden US-Dollar. Sie haben sich also fast vervierfacht. Und das ist ein Resultat des Friedens und der Demokratie im Land, des sozialen Friedens und der Freizügigkeit der Menschen. Das wird von den ausländischen Investoren anerkannt, die in unser Land kommen. La tranquilidad democrática que existe en el país, la tranquilidad social que existe en el país, que se va obteniendo cada vez más, la seguridad que tiene la población de moverse en el, dentro del país y que los inversionistas extranjeros vienen, reconocen eso y se sienten tranquilos. Nun gibt es in Lateinamerika aber zahlreiche soziale Bewegungen, die das Freihandelskonzept der Europäischen Union kritisieren. Wie steht die nicaraguanische Regierung zu dem neoliberalen Freihandel der EU? Nosotros firmamos un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Nicaragua ha sido. Wir haben ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet. Nicaragua war das erste Land, das diesem Vertrag zugestimmt hat. Es gab darauf einen jahrelangen Prozess der Diskussion um die Inhalte. Aber am Ende haben wir unterzeichnet und das Parlament hat auch zugestimmt. Die entsprechenden Dokumente wurden inzwischen hinterlegt. Wir glauben, dass das ein guter Schritt war, denn Nicaragua betreibt mit verschiedenen Regierungen und Ländern freien Handel. Das Assoziierungsabkommen mit der EU geht etwas über einen einfachen Freihandelsvertrag hinaus. Es beinhaltet aber auch diesen Freihandelsvertrag. Wir hatten uns darüber unlängst mit dem EU-Botschafter in Nicaragua, Javier Santo Domingo, ausgetauscht, der darauf gedrängt hat, dass das Abkommen nun im Mai in Kraft tritt. Aber weil es durch einige zentralamerikanische Staaten und auch durch die EU Vorbehalte gab, ist dieses Abkommen aufgehalten worden. Und nun wird der Freihandelsvertrag wohl doch erst Anfang August dieses Jahres in Kraft treten. Es ist in diesem Zusammenhang auch wichtig, dass wir Freihandelsverträge mit anderen Staaten unterhalten. Chile zum Beispiel, mit den USA oder Taiwan. Nun kommt eben die Europäische Union hinzu. Aparte de varios países, te voy a mencionar algunos. Chile, por ejemplo, tenemos el Tratado de Libre Comercio en Centroamérica, tenemos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos Libre Tratado con Taiwán y así sucesivamente con diferentes países y ahora lo vamos a tener con la Unión Europea a través de este acuerdo de asociación. En el diálogo con Alemania, con el ministro Westerwelle, se habla también de la. Haben Sie mit Guido Westerwelle denn auch über die Demokratie in Honduras gesprochen, wo die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung den Putsch 2009 offen unterstützt hat? Bueno, eso ya es una decisión propia de la fundación que decidió apoyarlo, el golpe de Estado. Nun, das war die eigene Entscheidung der Friedrich-Naumann-Stiftung, die sich damals dazu entschlossen hat, diesen Putsch zu unterstützen. Nicaragua setzt sich aber dafür ein, dass in ganz Zentralamerika Frieden herrscht und dass der Drogenhandel und das organisierte Verbrechen bekämpft werden. Von seiner führenden Position bei der inneren Sicherheit aus unterstützt Nicaragua diese Anstrengung in der gesamten Region. Para de que en ellos, en sus países de Centroamérica, en los restos de los países de Centroamérica, haya esa paz y esa tranquilidad que da el combate a estos flagelos del crimen organizado.
Herr Minister, dennoch gibt es auch in Ihrem Land kritische Stimmen gegen die Regierung von Präsident Daniel Ortega. Gibt es denn einen Dialog mit diesen Gruppen und Parteien? Es un diálogo que nunca ha dejado de llevarse a cabo. Lo que sucede es que hay que manejarlo de manera ordenada, porque si nos dieser Dialog ist nie abgebrochen worden. Aber diese Kontakte müssen geordnet verlaufen, damit sie in Resultaten münden. Deswegen wird dieser Dialog in der Nationalversammlung geführt, wo, wenn ich mich nicht täusche, 10 unterschiedliche Gruppen und Parteien präsent sind, entweder alleine oder in Bündnissen. Dort findet der Austausch zwischen den politischen Parteien statt, in geordneter Weise und vor allem fortlaufend. Und noch einmal, ein Ergebnis dieses Dialogs ist das ruhige politische Klima im Land. Das ist die Grundlage dafür gewesen, dass Nicaragua 2012 mit 5,2% das Land mit der größten Wachstumsrate in der gesamten Region war. Nicaragua es el único país que creció en 5,2%. Contra los otros países que a veces crecieron 3 o crecieron menos de eso. De hecho, también hay un proceso de integración. Zugleich gibt es in Lateinamerika einen Prozess der regionalen Integration mit Bündnissen wie der ALBA, Mercosur oder CELAC. Hat das zur wirtschaftlichen Entwicklung Nicaraguas beigetragen? Esto ya es un proceso que se viene dando en toda Latinoamérica. Das ist ein Prozess, der in ganz Lateinamerika stattfindet. Der Integrationsprozess bedeutet zugleich die Anerkennung aller Staaten und jedes einzelnen Landes. Wir haben verstanden, dass wir vereint weiterkommen und uns besser unterstützen können. Wir haben zum Beispiel das SICA als Bündnis der zentralamerikanischen Staaten. In diesem Verband setzen wir uns jeden Tag für eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen ein. Aber es gibt auch das ALBA-Bündnis. Dessen Politik hat in jedem Mitgliedstaat herausragende Ergebnisse vorzuweisen. All das war ein Vorbild für den Rest des Kontinents und Allianzen wie Mercosur oder UNASUR. Überall setzen wir auf Einheit, die es uns Völkern ermöglicht, voranzukommen und unsere großen Probleme zu lösen, die nicht von einem Tag auf den anderen beseitigt werden können. Aber durch die Integration Lateinamerikas können die Probleme direkter, koordinierter und mit mehr Sicherheit angegangen werden. Pero que a partir de este proceso unitario se viene resolviendo con mayor fuerza, con mayor consistencia y con mayor seguridad. Hugo Chávez war so etwas wie der Motor für diesen Prozess. Welche Auswirkungen hat der Tod des ehemaligen Präsidenten Venezuelas auf die Integration Lateinamerikas? De Venezuela a ese proceso de integración en América Latina. Bueno, como punto y aparte, el fallecimiento de nuestro querido hermano, el presidente comandante Hugo Chávez. Vorweg eines: Der Tod unseres geliebten Bruders, des Präsidenten und Kommandanten Hugo Chávez, ist ein schwerer Schlag, weil er ein Vorkämpfer für die Einheit Lateinamerikas war. Er war auch ein Vorkämpfer für den sozialen Wandel, der in jedem unserer Länder stattfinden muss. Das beste Beispiel dafür ist Venezuela selbst, wo er den Lebensstandard der Menschen erheblich verbessert hat. Natürlich ist sein Tod sehr schmerzhaft für uns, aber er motiviert uns auch. Sein Beispiel hält uns dazu an, all das, woran er geglaubt hat, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Weiter und stärker, als er es sich vorgestellt hat. Projektarlo y a desarrollarlo igual o más de lo que él creía y él impulsaba. Bueno, muchas gracias por la entrevista. A tus órdenes. Gracias a vos.